Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 9. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Planeten sich befinden, dass es anderes ist als im westlichen Horoskop. Hier sind die 12 Lebensbereiche. In Astrologie nennt man das Häuser. Ich benutze dieses Wort nicht absichtlich, weil für mich sind es keine Häuser, sondern ein Ganzes ergibt ein Haus und es wird unterteilt in Räumlichkeiten. Und auf unserem Leben bedeutet das verschiedenen Lebensbereichen. Aber das ist eins. Für mich ist das eine Einheit. Also es gibt für mich die 12 Lebensbereiche und so ist das Horoskop unterteilt. Der erste Lebensbereich heißt Ich bin's. Und das entspricht die Persönlichkeit, unserem Aussehen, unserem Auftreten und so sind wir auch wahrgenommen. Gegenüber liegt hier der 7. Lebensbereich Du bist. Also man nimmt der andere wahr und das spiegelt sich etwas. Entweder die geschäftlichen Kontakte des Geschäftspartners oder die Liebepartnerschaft. Der 2. Lebensbereich heißt Werte, Selbstwertgefühl, Wertschätzung und auch die Finanzen. Etwas in Besitz zu nehmen, was uns wertvoll ist. Der 3. Lebensbereich ist Medien, Kommunikation, Schulungen, ein Austausch, Bewegung, kleine Veränderungen, die Wahrnehmung, was die Verwandtschaft, Nachbarschaft, Bekannten betrifft, ein Austausch. Der 4. Lebensbereich ist die Basis, die Fundament. Ich vergleiche das immer mit einem Baum, dann sind wir das Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Das entspricht unserem Ahnen, unseren Traditionen, aber auch unserem eigenen Zuhause. Der 5. Lebensbereich entspricht die Kinder. Aber hier liegt die schöpferische Kraft, unserem Leben gestalten und das mit Leichtigkeit. Und das können wir von Kindern lernen, etwas spielerisch zu betrachten. Der 6. Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten, den Alltag. Und wir können das nur bewältigen, wenn wir gesund sind. Deswegen ist hier auch die Gesundheit. Der 7. Lebensbereich habe ich besprochen. Der 8. Lebensbereich ist die Transformation. Steht in Verbindung zum Tod. Natürlich kann das auch Todesfall und Erbschaft auch bedeuten. Aber das ist nicht das gemeint in erster Linie, sondern dass all das, was unserem Kraft raubt, davon loslassen, verabschieden. Und das ist eine Art Transformation, weil dann kann etwas Neues entstehen. Hier liegt auch die Sexualenergie. Der 9. Lebensbereich ist eine große Reise, wo wir Erfahrungen machen. Natürlich bedeutet das auch Ausland, Auslandskontakte, Urlaub oder Besuch von Ausland. Aber diese große Reise ist auch die geistige Reise oder das innere Reise. Die Wahrheit zu erfahren oder Fragen stellen, woher kommen wir, was passiert nach unserem Tod oder wie können wir Gott verstehen, die Suche nach die Wahrheit, die Suche nach Gott. Dann sind wir am Krone des Baumes, in die Spitze ganz oben, die 10. Lebensbereich. Da bekommen wir Anerkennung, Ansehen, da haben wir etwas erreicht und hier befindet sich auch die Berufung.
Die 11. Lebensbereich ist die Freundschaften, bedeutet aber auch mit gleichgesinnten Menschen kontaktieren in einer Gruppe, wie ein Partei oder ein Verein, und bedeutet auch die Wünsche, die Hoffnungen. Hier liegen die Hoffnungen. Die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse und auch die geheime Feinde. Und jetzt schauen wir an, welcher Lebensbereich aktiviert gerade, wo fließt die Energie. Und Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion bei Sonnenaufgang. Hier ist Sonnenaufgang, also hier ist die Tierkreiszeichen Skorpion und hier befindet sich die Sonne. Hier fließt mal Energie. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schütze ist im 2. Lebensbereich, was mit Werten und Finanzen etwas zu tun hat. Hier befindet sich Mond. Ich setze Mond zu die Schütze im 2. Lebensbereich. Mars, und bei indischen Astrologie geht die Reihenfolge nach Wochentagen. Sonne herrscht über Sonntag. Mond herrscht über Montag, Mars herrscht über Dienstag, Merkur herrscht über Mittwoch, Jupiter herrscht über Donnerstag, Venus herrscht über Freitag, Saturn herrscht über Sonntag. Damit endet sich die persönlichen Planeten und die äußeren Planeten Uranus, Neptun, Pluto kommen nach der Reihenfolge, so wie im Sonnensystem. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und das hier im 4. Lebensbereich. Und da setze ich Mars, genau. Das ist die Basis, die Fundament. Und das brauchen die Männer, weil Mars symbolisiert die männliche Energie. Die Männer brauchen gerade dieses Gefühl zu haben, Sicherheit, Stabilität, oder sie gründen etwas. Das ist die Fundament, die Gründung, Familie zu gründen, Haus bauen, eine Firma zu gründen. Aber sie brauchen auch das Gefühl, gerade angekommen zu sein, sicher zu fühlen. Und oft handelt sich das in Wohnsituation und da lenken sich die Energie auf unserem häuslichen Bereich. Mars bedeutet auch Energie, all das, was in Bewegung setzt. Also bei vielen Menschen ändert sich etwas in Wohnsituation. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion, also im 1. Lebensbereich. Jupiter befindet sich auch im Skorpion, auch in, hier in diesem Bereich. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Das ist hier im 12. Lebensbereich, ist Venus. Das sind die Geheimnisse. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze, das ist der 2. Lebensbereich, das ist die Finanzen und Werte. Steinbock ist im 3. Lebensbereich und hier ist die absteigende Mondknoten. In indischen Astrologie heißt das Ketu, der Drachenschwanz, und aktiviert karmischen Themen, die Vergangenheit. Und das hier in Tierkreiszeichen Steinbock. Den neuen Weg, den neuen karmischen Weg, den Schicksalsweg zu bestimmen, die Suche nach Platz des Lebens, die Suche nach ein Zuhause, die Richtung befindet sich gerade im Tierkreiszeichen Krebs. Und das im Ausland. Also viele Krebsgeborenen suchen ihre wahre Zuhause, das Gefühl, angekommen zu sein im Ausland. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder und das betrifft die Arbeit.
Wieder symbolisiert Neuanfang, Uranus symbolisiert Umbrüche und Veränderungen, das ist zum Erwarten bei Wiedergeborenen. Neptun ist im Tierkreiszeichen Wassermann, Pluto ist im Tierkreiszeichen Schütze und es fehlt noch hier die Waage, wo Venus befindet, im 12. Lebensbereich Venus und Waage. Ich habe nur die Lebensbereiche ausgelegt, wo die kosmische Energie fließt, weil das ist betont. Da passiert etwas. Erstens bei Tierkreiszeichen Skorpion und der erste Lebensbereich wirkt momentan für die Skorpiongeborenen. Und das ist die Selbstdarstellung. Ändert sich das Aussehen, ändert sich das Auftreten und die Skorpiongeborenen haben auch die Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Dann der zweite Lebensbereich ist auch betont, hier befindet sich die Tierkreiszeichen Schütze und das sind Themen wie Selbstwertgefühl, Wertschätzung. Und Finanzen, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Bei Steinbock und bei Krebsgeborenen gibt es karmische Themen. Das ist aktiviert. Und vor allem Uranus bestrahlt die beiden karmischen Knoten, also wird gerade aktiviert. Und Uranus bringt dadurch Veränderungen. Und diesem karmischen Weg, diesem Schicksalsweg, wo auch immer wieder mal Lernaufgabe gibt, in diesem Weg befinden sich die Steinbockgeborenen und die Krebsgeborenen. Was noch betont, das ist die Basis, die Fundament und das haben wir viele, dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität und die Energie, besonders die Mars-Energie, was auch etwas bewirkt, das ist Kraft, diese Kraft liegt im häuslichen Bereich. Entweder brauchen wir gerade den Rückzug, die Ruhe. Und in Ruhe liegt die Kraft. Oder man setzt sich die Kraft ein für das eigene Zuhause. Und kommen natürlich bei vielen Fällen auch Veränderungen, wie eine Renovierung oder Hausbau oder ein Umzug. Was noch aktiviert ist, das ist die Arbeit. Hier kommen Umbrüche, Veränderungen, besonders bei den Wiedergeborenen. Was noch aktiviert ist, das sind hier die Geheimnisse. Und bei Venus-Energie handelt es sich um die Liebepartnerschaft. Das wird entweder geheim gehalten oder sollen wir schweigen, weil hier liegen auch die geheimen Feinde. Welche Verbindungen sind heute? Sonne steht in Verbindung zum Pluto. Sonne und Pluto, sie befinden sich ganz nah, das sind die benachbarte Tierkreiszeichen, da kommt die Unterstützung. Die Sonnenenergie gibt die Lebenskraft, Pluto die innere Kraft und auch die Klarheit, was sollen wir loslassen, damit wir in diesem Kraft bleiben. Mond steht in Verbindung zum Saturn, die wirken zusammen. Saturn erteilt Lernaufgabe. Bei Mondenergie heißt es, unseren Gefühlen zu achten. Und hier im zweiten Lebensbereich handelt es sich um das Selbstwertgefühl. Und die Lernaufgabe ist heute, das in Ausdruck zu bringen und dieser Respekt auch verlangen von anderen, die Wertschätzung. Wenn das nicht da ist, dann fühlen wir uns verletzt. Neptun steht in Verbindung zum Mars, Neptun-Mars-Verbindung, wenn das um Ideen handelt. Und das, was wir verwirklichen können zu Hause, entweder bei der Selbstständigkeit, Arbeit von zu Hause aus oder etwas verschönern in Wohnsituation, natürlich ist das sehr gut, diese Neptun-Energie, weil er lässt unseren Träume zu verwirklichen. Aber wenn es darum geht, etwas zu klären, was die Wohnsituation betrifft,
ein Mietvertrag oder ein Kaufvertrag oder wenn wir versuchen, da Ordnung bringen und Klarheit bei Neptun Einfluss, ist das nicht einfach, weil das wird ein bisschen benebelt, alles so bildhaft, aber man kann nicht greifen. Die heutige Engel ist Engel Hachael hier in die Mitte. Engel Hachael ist die Engel der Seelen, schützt uns und schenkt uns einen tiefen Glauben. Engel, die Sonnenkraft und Energiearbeit, begleitet uns im spirituellen Weg, wirkt auf die Tierkreiszeichen Waage, steht zum Luftelement und steht in Verbindung mit Planet Uranus. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch mein Angebot ankündigen und dieses Angebot gilt bis 31. Dezember. Eine Videoaufnahme, selbstverständlich anonym. Und das beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für 25 Euro. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie. Dazu benötige ich Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Die Buchungen laufen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein.
Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steinen aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.